Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Strategic Command, World at War, World War II gegen den lieben Mr. West. Er hat mir eben schon geschrieben, dass er in Warschau durchgebrochen ist und weiter oben in Vilnius. Ich bin jetzt mal gespannt, welche Situation mich erwartet. Die Russlandfront sieht in der Tat nicht so gesund aus. Er soll sich da mal mit seinen U-Booten verziehen. Soweit so unauffällig. Für die Russlandfront müssen wir uns jetzt halt ein bisschen was überlegen. Ich habe jetzt schon angefangen, den Supply über Murmansk zu vergrößern. Ja, die bekommen jetzt aufs Maul, das ist klar. Dann hat er jetzt eine Artillerie hingestellt. Wenn er da stehen bleibt, kriege ich das U-Boot vielleicht kaputt. Ich zwei Zerstörer, den Bomber und das Ding da habe. Ja, das ist eine ätzende Situation hier. Ja. Da hat er sich jetzt relativ weit vorgetraut. Echt eine Riesenübermacht, die der da stehen hat. Okay, ja, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall die HQs schwer beschädigt. Ja. Das ist nicht so angenehm hier. So, jetzt haben wir uns da erstmal so ein bisschen zurückgezogen. Hier müssen wir zusehen, dass er uns da nicht kesselt. Da können wir uns mal Richtung Norden verschanzen. So. Es hat schweineteuer, die alle zu verstärken immer. Hier tun. Ich muss mich da halt einfach verstärken. Ich kann hier vorne noch Truppen, die nicht so angeschlagen sind.
Zwischen den zwei wird er wohl nicht durchkommen. Ich finde da oben noch Truppen, die runterkommen, ja. Den. Und den, das ist hier erstmal gewesen. Quasi wieder keine Kohle mehr für irgendwas. Ich könnte dem natürlich versuchen, ein bisschen Stress hier zu machen. Hat sich da eingebuddelt. Dann muss das so jetzt erstmal halten. Okay, du gehst dahin, du gehst dahin. Wenn die 10 Punkte in Kaunas wirklich wehtun. Den da stehen zu lassen, wäre einfach nur auch blöd, denke ich. Stellen wir lieber mal so hin. So, schauen wir hier rüber. Diplomatie 85% Mittelmächte. Ja, ist halt jetzt nicht so geil, dass da nur so. Scheißtruppen sind. So. Forschung. Ich könnte jetzt noch meinen Chor nachkaufen, das interessiert mich gerade eigentlich nicht. Schieb mir die Industrie weiter an. Okay. Gut, das Ding. Schafft nur einen Angriff. Der zweimal einen Schlag noch mitbekommen, super. Okay. Das Indian Cavalry Corps. Ich kann nur sich überlegen, ob man hier schon mal die Briten ran schafft. Ob der denn jemals plant, noch gegen Belgien Krieg zu führen? Schön weiter das Pushen. Wieder Seeminen, hey.
Das mit Serbien, das müssen wir auch noch machen, ne? Ja, muss halt so gehen. Okay, hier stellen wir uns mal dann da vorne auf. Und wird ja dann auch irgendwann der Krieg aufgehen. Dass wir ihn beim Russen am Forschen. Nur Industrie, nichts anderes. Das ist auch Kacke. Ob ich mit Diplomatie. Das wird auch 150 kosten. Belgien. Portugal. Probieren wir das mal. So. Wir verfügen derzeit über zwei gebaute Passagierschiffe der russischen Dampfschiff, die sich für den Umbau und Flugzeugmutterschiffe eignen würden, in Sevastopol durchgeführt werden. Nein. In Serbien bricht eine Typhusepidemie aus. Na super, das ist genau das, was wir jetzt gebraucht haben. Ah, Infanteriekriegsführung 1, das ist gut beim Russen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im kommenden Video. Bis dahin, bye bye.